Herzlich willkommen zu diesem Video. Scratch 3.0, Texteingaben, Zeichenanzahl, einzelne Buchstaben im Wort. Und du wirst mit Hilfe dieses und der anderen Videos, meine Scratch-Tutorials, ja rasch Schritt für Schritt mit Hilfe der kostenlosen Software-Webseite Scratch den Einstieg in das Programmieren schaffen. Mach am besten gleich mit und in der Videobeschreibung hier unten findest du ja eine Liste mit allen anderen Scratch-Videos. Und wenn du sie von Anfang an bereits durchgearbeitet hast, wirst du dich ja schon gut mit Scratch 3.0 zurechtfinden. Schauen wir uns hier mal unser Listing hier an. Wenn angeklickt, dann passiert etwas. Was passiert denn dann? Ich drücke jetzt hier mal drauf auf Los. Und da steht dann, ich erkenne dreimal, ob im Wort ein A enthält. Und das sagt uns dann, ich habe genug Zeit gehabt, das zu lesen. Das heißt, hier bitte nicht 2 Sekunden einstellen. Tippe dein Wort ein. Und jetzt tippe ich mal im Wort ein und möchte erkennen, ob ich dann A gedrückt habe. Ich gebe jetzt mal Adam ein. Der letzte Buchstabe ist ein M und es stimmt. Und er überlegt dann weiter. Okay, tippt dein Wort ein. Dann geht es dann weiter das dritte Mal und so weiter. Das heißt, das Ganze wird dreimal abgearbeitet. Ich mache jetzt da mal einen Stopp und schauen wir uns das Listing hier, diese Blöcke hier an. Also wenn angeklickt, dann wird das Ganze gestartet. Dann sagt er das, ich erkenne dreimal, ob ein Wort ein A enthält für 6 Sekunden. Das könnte man vielleicht auf 5 Sekunden dann noch einstellen. So lange müssen wir nicht warten. 2 Sekunden wäre zu kurz. Wiederhole dreimal, das ist die Schleife. Die geht von da heroben bis da herunten. Und alles, was da drinnen ist, wird dreimal ausgeführt. Und dann sind wir bei dem Bereich, den wir vorhin gehabt haben. Frage, tippe dein Wort ein und warte. Das ist immer ganz ein spannender Block. Den findet man hier bei Füllen. Ja? Und wenn du diesen Block hier verwendest, dann wird die Antwort, das, was man dann eintippt, da gibt es dann dieses Eingabefenster. Ich starte es jetzt hier noch einmal, damit du das dann sehen kannst. So eine Eingabezeile, müsste man sagen. Alles, was man hier eintippt, wird dann hier in dieser Antwort hier gespeichert. Ja, man könnte sagen, es ist auch eine Art Variable. Und dann denkt er sich dann, der letzte Buchstabe ist ein, warte 2 Sekunden und dann kommt dann das, was ich hier gerade gesagt habe, mit der Antwort ins Spiel. Nämlich hier dann, hier dieser Block Zeichen, Länge von Antwort. Und da kann man dann, grüne Farbe, du weißt es, geht auf Operatoren. Und da haben wir hier dann, wie wir es in den vorigen Videos schon kennengelernt haben, manche dieser Operatorenblöcke da kennengelernt. Und da kann man dann dementsprechend dann eben verwenden. Länge zum Beispiel von Apfel ist hier vorgegeben. Und wir verwenden aber nicht Länge von Apfel, sondern Länge von Antwort. Ja? Zeichen, Länge von Antwort. Und da wird das Ganze dann dementsprechend dann berechnet. Und dann sieht man dann, okay, ja, die Antwort Adam hat dann zum Beispiel so und so viele Buchstaben. Nachdem er sich das dann gedacht hat, wartet er wieder 2 Sekunden und dann stellt er sich die Frage, jetzt sind wir bei einer Verzweigung, enthält die Antwort, die da eingegeben wurde, das Wort A oder nicht? Ja? Oder enthält diese Antwort dann das in dem Fall dann nicht? Und da haben wir hier das enthält, ja? Da geben wir wieder dann den Wert der Antwort hinein, verwendet man wieder die Antwort, ich weiß es hier bei Füllen, Antwort, schiebt man da hinein und wenn dann A enthalten ist oder nicht enthalten ist, je nachdem, wird es dann eben dann gesagt. Ja? If Antwort ein kleines A oder ein großes A, dann wird das ja ausgegeben und wenn es eben nicht die Bedingung erfüllt ist, dann müsst ihr das ja ausgeben. Das sind diese Verzweigungen, die wir schon kennengelernt haben. Ja, und das ist es dann eigentlich schon. Was wir jetzt kennengelernt haben, ist, dass man etwas eingeben kann, dass diese Eingaben dann hier in der Antwort gespeichert werden und dass ich mit diesen Antworten dann auch geschickt etwas machen kann. Dass ich zum Beispiel die Länge von einer Antwort dann, die Zeichen dann messen kann und dann mal schauen kann, ob zum Beispiel bestimmte Buchstaben dann in dieser Antwort dann vorgekommen sind. Ja, und das war es dann eigentlich schon damit. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, wo es dann um Wortlänge und sogar Wortbuchstabieren geht. Die Wortlänge, Zeichenlänge haben wir ja schon kennengelernt. Dann bis zum nächsten Video.